Die OPEC-Länder können nun Gewinne erwirtschaften, da der Ölpreis oberhalb von 50 Dollar liegt. Aber es ist ein kurzlebiger Erfolg, Chris Kairinos, Rand Merchant Bank. Nach einem steilen Abputsch haben die Ölpreise am letzten Montag etwas angezogen. Es wird erwartet, dass die OPEC die Gewinnungseinschränkungen für Öl bis Ende 2017 prolongieren wird. Die große Frage ist, ob die Märkte noch unter dem Einfluss von OPEC-Erwartungen stehen. Es ist eine interessante Frage. Seitdem die OPEC im letzten Jahr die Gewinnung zu drosseln begann, handelte der Markt im Einklang mit Erwartungen. Allerdings sind die Lagerbestände in den USA und weltweit nur sehr unbeachtlich zurückgegangen. Dieser Erfolg ist aber vorübergehend, denn zwar haben sich die OPEC-Länder eine Möglichkeit erkämpft, den Ölpreis in hohe 50er zu treiben, aber auf längere Sicht ist ein Problem entstanden, dass sich die Schieferölproduzenten an die unattraktiven Preise angepasst haben und ihre Produktion ausbauen. Die OPEC-Worte reichen nicht mehr aus, dass die Vorräte abnehmen werden und dass der Markt anziehen wird. Die Anzahl der Bohrinseln nimmt in den USA seit 14 Wochen ununterbrochen zu. Ist das ein Grund für Bedenken, dass die wachsende Schieferölproduktion in den USA die Bemühungen der OPEC untergraben wird? Dieses Thema wird rege diskutiert. Es gibt verschiedene Prognosen zur Schieferölproduktion, da die amerikanischen Schieferölerzeuger das Produktionsvolumen erhöhen. Aber man muss zuerst Wirtschaftsdaten genau analysieren. Die US-Schieferölproduktion nimmt im Durchschnitt um 18.000 Barrel pro Woche zu. Seit dem Jahresanfang ist die Produktion um ein beachtliches Volumen von 484.000 Barrel gestiegen. Auf der anderen Seite hat die OPEC die Ölproduktion um 1,8 Millionen Barrel reduziert und will diese Beschränkung weiterhin einhalten. Falls alle OPEC-Staaten am 24. Mai eine Prolongierung vereinbaren, wird ein großes Defizit entstehen, denn die Zunahme um 484.000 Barrel bei Schieferöl kann die Abnahme um 1,8 Millionen Barrel bei der OPEC nicht ausgleichen. Deshalb werden die Ölbestände abgebaut werden. Es wird erwartet, dass die iranischen Rohölexporte im Mai ein 14-Monats-Tief erreichen werden. Wie wird sich dieser Faktor auf den Ölpreis auswirken? Ich denke, dass die Exporteinschränkungen der OPEC im Endergebnis zu einem Überangebot in künftigen Perioden führen werden. Dies betrifft nicht nur den Iran, sondern auch alle anderen OPEC-Länder. Die kurzfristige Natur der Schieferproduktion von der Bohrung bis Fertigprodukt hin setzt voraus, dass neue Beziehungen mit Abnehmern schnell ausgebaut werden können. Dieses Szenario wird zutreffen, wenn die OPEC-Länder am 24. Mai keine Einigung erreichen werden. Und schließlich, Chris, welcher von der besprochenen Faktoren stellt aktuell die größte Gefahr für die Ölpreise dar, von Produktionsstatistiken bis hin zu geopolitischer Ungewissheit? Meiner Meinung nach beginnt Geopolitik wieder an Bedeutung zu gewinnen, insbesondere nach dem Amtsantritt von Präsident Trump. Der Weltmarkt behandelt die Fragen von Nationalismus und Isolationismus sehr risikobewusst. Insbesondere im Nahen Osten spitzt sich die Lage zu. Sollten sich die Spannungen auf die Regionen ausbreiten, wo die Ölerzeugung beeinträchtigt werden kann, wird der Ölpreis in die Höhe schnellen. Aber in der aktuellen Lage kann der geopolitische Faktor auch einen Rückgang der Ölpreise bewirken. Falls die Spannungen im Nahen Osten, wo viele OPEC-Länder liegen, verharren werden und sich die Auseinandersetzungen zwischen Russland und den USA zuspitzen werden, dann können die OPEC-Länder sagen, die Quoten sind uns nicht so wichtig. Wir werden Öl gewinnen, denn wir brauchen Geld, um unsere nationalen Interessen zu verteidigen. Dies würde die Ölpreise entgleisen. Angesichts der Zuspitzung der Weltlage werden die OPEC-Staaten anscheinend kein Abkommen abschließen. Das war's von Chris und mir, aber wir werden die Entwicklungen im Rohstoffsektor in weiteren Ausgaben beleuchten. Auf Wiedersehen.